Hallöchen YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder Bed Wars 8x1 am Start mit der Facecam. Und ich hoffe, euch wird dieses Video gefallen. Natürlich könnt ihr wie immer in die Kommentare schreiben, ob euch die Facecam so gefällt. Und ich rede wieder mal viel zu schnell. Ja. Naja, ich komme gerade so aus der Schule. Nachmittagsunterricht, Endfall. Und denke mir so, okay, Mate, kannst du eigentlich mal wieder ein bisschen was aufnehmen? Ich meine, hast gerade nichts so wirklich... Du hast gerade wirklich nichts zu tun. Und ja, nimm doch einfach mal wieder was auf. Und am besten dann nochmal wieder was anderes. So mit Facecam und so ist ja immer geil. Kam auch letztes Mal gut an. Und von einem Mittennamen lasse ich mich ganz bestimmt nicht verarschen. Ciao. War schön mit dir. Aber diese Zeit ist auch vorbei. So. Ach, 8x1 müsste doch eigentlich dein Gebiet sein, komm, Alter. Und lief dann noch. Come on, was soll das? Ganz im Ernst. Naja, ich weiß nicht, was besser ist. Nachbar oder Mitte, Nachbar oder Mitte. Ich habe schon lange keinen 8x1 mehr gezockt, weil ich einfach keinen Bock mehr darauf hatte. Aber gerade habe ich die Motivation dazu. Ich baue mich einfach zum Nachbarn. Ja, okay. Ich hab's verkackt. Ich bin ja gerade dabei, so ein bisschen das Brizzly-Bridgen zu üben. Nicht Brizzly-Bridgen. Butterfly-Bridgen. Und zwar meine ich damit einfach, dass man beim Fast-Bridgen halt Butterfly... Und das kann ich halt nicht. Butterfly kickt. Das kann ich halt nicht so gut. Und deswegen übe ich das gerade. Und ich finde, sollte man immer, wenn man die Gelegenheit dazu hat. Ich kann es nicht gut, wie ihr gerade seht. Es ist mir gerade auch so ziemlich egal, ob ich faile oder nicht, da ich gerade einfach gut gelaunt bin. Jo. Und ich meine, es ist doch schön, wenn die Leute, die gerade aufnehmen, immer schön gut gelaunt sind. Und mich freut es immer selber, wenn man die YouTuber sieht, wie sie einfach nur in die Kamera grinsen und einfach nichts Besseres zu tun haben, als vor ihrem PC zu sitzen und gerade aufzunehmen. Und ich gucke zu oft in die Kamera und fail dann beim Mägeln. Ist auch was, oder? Oh mein Gott. Naja, also wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ich was an meinem Stil mit der Facecam ändern soll, ob ich da weniger reinglotzen soll, öfter reinglotzen soll, ob ich die irgendwie anders stellen soll, ob ich mehr Beleuchtung reinbringen soll oder was weiß ich. Gerade ist die einzige wirkliche Beleuchtung für mein Gesicht halt der PC-Bildschirm, weil ich gerade so, wenn ich so in die Kamera reingucke, denke ich mir schon, dass es ganz gut aussieht so, aber man kann ja alles ändern fürs nächste Mal, ne? Ich meine, wird ja nicht das letzte Mal sein, hoffentlich. Und ja. Ich glaube, sonst habe ich gerade echt keine Themen am Start. Vielleicht merkt ihr es, ich war beim Friseur. Viele meinten ja, dass ich mir durch die Haare fahren würde sehr oft in dem Vlog. Das habe ich auch selber bemerkt und ich weiß auch, dass ich da schon sehr lange Haare hatte. Und ja, ich kann ja gleich einfach mal am Ende der Runde einfach mal Headset absetzen, dann... Einmal Cam in die Hand nehmen und dann ist gut. Könnte ich auch mal so bewundern. Haha. Nee, aber ich musste einfach mal wieder dringend zum Friseur und dachte mir so, ach, jetzt warst du gerade frisch beim Friseur, siehst gut aus. Oder halbwegs gut. Ja, so selbstverliebt soll ich jetzt auch wieder nicht klingen. Aber ich meine, man muss sich ja... Man muss einem ja auch selber gefallen. Ne? Das ist ja sonst... Kommt sonst ein bisschen scheiße. Ich finde, man kann im Leben nichts erreichen, wenn man nicht an sich selbst glaubt. Kann ja dann von Anfang an nichts werden. So. Und ich finde, das sieht so echt nicht schlecht aus. Und dann dachte ich mir halt, nimm mal wieder mit Facecam auf. Reg dich über einen Stevie in der Mitte auf. Der mit dem Bow spammt. Oh my gosh! Was war das? Junge, dieses Block-MLG, es war göttlich und dann laufe ich runter. Mann! Gott, das regt auf. Ja, was ja echt mal so eine Challenge wäre, blind shoppen, ne? Das wäre echt mal eine Challenge. Ich meine, 4 Minuten 40 die Aufnahme. Drei ganze Betten sind weg. Alter, hat einer immer noch seinen Nachbarn down gekriegt? Oder was ist da los? Meine Fresse, nee. Gut, der Stevie ist Piranha 1110. Das ist der Blaue da hinten.
glaube, der will... Will der EP... Er hat EP geworfen. Oh mein Gott. Ja, der ist immer richtig dumm, der Typ. Kann der Mittelname den jetzt nicht wenigstens ficken, Mann? Inkompetenz. Ich warte erstmal. Vielleicht. Kriegt der ja Schwierigkeiten da drüben. Er könnte sich ja auch theoretisch mal backporten, der Spaß. Nein, er geht in die Mitte. Juckt ihn halt gar nicht. Er dreht sich ein paar Mal in eine Runde, fragt sich, woher. Okay. Ich weiß, ich war gerade ein bisschen sehr tief vom Gesicht her, aber wenn ich mich halt so ein bisschen anstrenge, muss ich halt ein bisschen näher an den Bildschirm. Das ist einfach das Feeling, wisst ihr. Nein, Spaß. Nö, ich mach das einfach manchmal. Ich gehe einfach richtig nah mit dem Gesicht einfach manchmal an den Bildschirm, auch wenn es nicht gerade gut ist. Ist mir egal. Dann denke ich immer, ich sehe mehr. Ist so eine Angewohnheit. Auch wenn ich spamme oder so im CW, gehe ich immer so. Ja, den kriege ich gleich. Nee, aber ich habe schon so meine Macken. Aber ich glaube, so schlimm sind die jetzt oder nicht. Und jeder Mensch hat ja seine Macken. Ne? Ich meine, vielleicht sitzt der einer auch so zum PC, wer weiß, und zockt blind, ne? Kann ja immer mal passieren. Okay, der Eagle da wie Black Eagle. Ich juckt ihn gar nicht. Ciao! War schön mit dir. Aber diese Zeit ist jetzt auch vorbei. Da. Komm, wir spielen jetzt mal richtig ekelhaft. Mit Rod. Ach, das war auch der Typ, der die ganze Zeit den Nachbarn nicht gerackt bekommen hat. Okay, Matt. Okay. Da hat das Aldi Süd Cape leider auch nicht viel gebracht, mein Lieber. Aber ist ja nicht schlimm. Nicht alles im Leben kann Glück bringen. Okay, jetzt läuft es gerade echt gut mit dem Brit. Oh. Da bin ich jetzt stolz drauf, doch. So viel habe ich selten geschafft. Ich glaube noch nie. Weiß ich aber auch nicht. Der Gelbe. Er hat schon kein Bett mehr. Er wird die EP werfen wahrscheinlich, wenn er sie kann. Wenn er sich einen Bow kauft. Ich glaube, er wirft die EP zu meinem Bett und will mich damit dann echt hart dissen. Ich weiß gar nicht mal. Kann ich die Blume von hier zerstören? Nee. So. Nimmst 7 Gold, wo auch immer das 8. Gold ist. Es hat sich versteckt. Es ist ein kleines Arschloch. Es will nicht zu mir. Er hat sich einen Bogen gemacht. Achso, und natürlich auch Challenges, die ich mit Paddy aufnehmen soll, könnt ihr immer unter die Kommentare schreiben. Was zur Hölle macht der da? Never! 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 Ich hätte es ahnen müssen, dass ein Cobweb... Wieso habe ich damit nicht gerechnet? Komm. Finn, Alter. Finn. Wie gestört bin ich eigentlich, ey? Wie kann ich das ver... Manchmal bin ich einfach noch im alten 8x1, wo es sowas noch nicht gab. Ah, okay, da kann ich ihn nicht rausschlagen.
haut sich hoch. Der ist echt dumm. Kein Kommentar, Mann! Was soll das? Das ist so sinnlos. Junge! Das ist doch kein Spielen, Leute. Das ist echt kein Spielen mehr. Das ist einfach nur behindertes Abfacken. Und nichts können, Alter. Das ist echt kein Können, Leute. Es ist mir scheißegal, ob hier jetzt Mitte-Fans dabei sind oder nicht. Aber das nenne ich nicht Können. Das nenne ich puren Abfuck und so viel Können. Ciao, Mate. War eine schöne Zeit mit dir, aber Rettungsplattform hast du nicht dabei. Runde gerissen, so macht man das. Ja, ist mir scheißegal. So, 11 Minuten Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, schreibt das, was ihr wollt in die Kommentare zu der Facecam, Challenges, alles. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Habt Spaß, bis zum nächsten Mal und tschö mit euch.